Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2020. Wir befinden uns heute auf der Strecke Köln-Koblenz und ich zeige euch heute mal wieder eine wunderschöne Lackierung von Dennis Fahrzeughallen. Schöne Grüße an dich und sorry, dass das so lange gedauert hat, bis das Video kam, weil ich hatte leider momentan viel zu tun und heute stelle ich euch einen Repaint vor, und zwar ein Rhein-Ruhr-Express Repaint für die Baureihe 4744, den City Jet von RWA, also Railvox Austria mit SHG. Ich habe die Abkürzung SHG, also die Ausschreibung, vergessen, aber egal. Und zwar ist momentan ein Rhein-Ruhr-Express-Repaint in Arbeit, was momentan noch privat ist, also noch nicht verfügbar ist, aber demnächst irgendwann. Und das werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich werden wir auch eine kleine Tour fahren, die nicht allzu lang geht, ja. Und würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie natürlich schon auffällt, ne, es ist nicht der Desiro HC, ne, weil der Rhein-Ruhr-Express besteht ja, glaube ich, aus dem Desiro HC. Und das ist ja hier der CityJet, der ÖBB. Und was besonders an diesen ist, das fällt nämlich gleich auf, sind hier hinten die Doppelstockwagen. Und zwar sind das Twindex-Doppelstockwagen. Da hat sich der liebe Danny so richtig ins Zeug gelegt, um es irgendwie realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Da glaube auch der Desiro HC nicht so toll war, ne? Aber dafür hier der neue CityJet. Und da sieht man sofort, ne? Also das sieht schon richtig geil aus. Und ja, man benötigt dann später den Twindex, damit alles funktioniert. So, schauen wir uns mal das Ganze genauer an hier, ne? So, hier haben wir unsere wunderschönen ganzen Symbole, also Logos, ne? RRX, Rhein-Ruhr-Express, sehr schön. NWL, Nahverkehr, Rheinland, VRR, SPNV Nord, wir bewegen die Region, ne? NVV, also man sieht die Logos sind hier wirklich richtig schön knallscharf dran geballert worden. Das sind da glaube auch hier Piktogramme, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die sehen wieder halt richtig hammer aus. Also da hat man wirklich hier wieder richtig schöne Qualität reingesetzt. Auch hier. Ja, sehr schön. Was haben wir hier noch stehen? Bitte nur mit gültigem Ticket einsteigen. Genau. Ja. Sieht schon hammer aus. Dann haben wir hier noch die Aufschrift National Express. Na, auch hier oben nochmal das Logo RRX. Ne? Herrlich. Einfach herrlich. Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Mehr schaffen wir auch nicht, ne? Dann hier die ganzen weißen Punkte, die man ja von den National Express kennt. Und jetzt geht es quasi hier weiter mit unserem, ja, Twindex-Wagen, ne? Weil der Desiro HC bzw. der National Express hat ja auch ein paar Doppelstockwagen, deswegen hat man jetzt hier mit dem Twindex so reingebaut. Und ich persönlich muss wirklich sagen, das sieht schon geil aus, ne? Also kann man echt nicht meckern, ne? Auch hier schön die Türen mit versehen, RRX Rhein-Ruhr-Express, ne, mal gucken, ob wir hier drin noch was haben. RE11D Flughafen Duisburg Hauptbahnhof, ne, Abellio RRX, schön. Auch hier die ganzen Sitze hier schön mit dem Punkten, ne, hier auch nochmal Rhein-Ruhr-Express, ist der Hammer. Also da muss man wirklich sagen, klasse Arbeit hier.
Ich persönlich könnte das überhaupt nicht. Ja, was ist eure Meinung? Schreibt sie in die Kommentaren. Ich persönlich finde das richtig geil geworden, muss man wirklich sagen. Also schick, schick auf jeden Fall. Eine Innenansicht gibt es glaube nicht. Müsste ich noch mal gucken. So, dann geht es hier weiter mit dem Innenbereich. Auch hier wieder schön diese Punkte, ne? Wobei ich auch ehrlich sein muss, ich bin noch nie mit dem RRX gefahren. Ja, ich habe den auch noch nie in der Realität gesehen. Ja, und ja, halt nur von Bildern und Videos her, ne? So, hier steht zwar noch die ÖBB Personenverkehr AG wünscht eine gute Fahrt. Das wird man wahrscheinlich nicht hinkriegen, das umtexturieren zu können. Weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne mich wie gesagt überhaupt nicht aus. Aber die Türen sind wie im Original orange, ne? So wie das sein muss. Ja. Und ja, gehen wir doch mal hier raus und gehen wir hier weiter. Haufen Leute hier, ist ja der Wahnsinn. Ja, können wir das Ganze mal von oben betrachten. Von oben sieht man ja nicht viel, ist alles nur schwarz, ne? Und dann geht es hier weiter quasi. Wunderschön. Und halt zum hinteren Abteil. Hier ist die Toilette. Sehr schön. Einfach nur klasse. So, und hier nochmal die ganzen Logos. Rhein-Ruhr-Express, NWL. Nahverkehr Rheinland, VRR, SBNV Nord, NVV, wie bewegen die Region? Also SBNV Nord. Sorry, dass ich heute ein bisschen komisch rede, aber ich merke gerade, mein Hals, meine Stimme will so langsam versagen. Also da bitte ich um Entschuldigung. Und wenn ich öfters mal husten muss, momentan bin ich ja bei einer Umschulung und ja, da geht momentan anscheinend die Krippe rum, keine Ahnung. Auf jeden Fall ätzend. So, hier haben wir auch nochmal das RRX-Logo. Das ist jetzt hier nie so scharf, ne? Aber wie gesagt, das ist alles noch VIP, also mit W, nicht mit V. Work in Progress, ja. Coming soon, ne? Ja. Wie gesagt, eine wunderschöne Lackierung. Auch noch nie so gesehen in einer Konstellation mit dem CityJet und einem Twinix dazu. Ne? Was momentan, glaube ich, nicht funktioniert und was auch gar nicht funktionieren wird, ist hier die ZZA. Da das, denke ich mal, nicht so richtig kompatibel ist. Da wird der TS sagen, kenne ich nicht. Ne? Aber sonst von der Umsetzung her muss man wirklich sagen, Respekt für diese Hammerarbeit. Ja. Also ich könnte sowas nicht. Vor allem, das muss ja auch sehr schwer gewesen sein, sowas umzusetzen. Also es ist der Wahnsinn, ne? So, dann würde ich sagen, steigen wir mal in unseren Zug ein und rüsten ihn mal auf. Als erstes sehen wir den Panto. Na, Fahrdienstleiter anrufen, so. Hauptschalter an. Aktivieren. So. Frisch gekauft, den CityJet. Ja, eine kurze Probefahrt gemacht. Ja, das musste sein, um zu testen, wie er überhaupt so ist, ne? So, Licht habe ich gerade angemacht. Kann aber eine Stufe runterschalten, oder? Nee. Will nicht. Na gut. Würde ich sagen, öffnen wir auch mal die Türen. So. Türen auf. Ah, schön mit Trittstufe. Sehr schön. So muss das sein. Ja, und hier merkst du, dass es ein Twinix ist. Man hört dieses Klicken, ne? Klick, 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 klick. Ja, das merkst du. Aber wie gesagt, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm. Und von der Idee her eigentlich super ja. Von der Idee her super umgesetzt. Ja, und ich finde, das sieht einfach nur Bombe aus. Ja, muss man einfach wirklich sagen. Ja, kannst du nicht meckern.
Und da nochmal ein großes Dankeschön an Danny, dass ich dieses Repaint schon testen darf. Auch wenn es bei mir etwas länger gedauert hat. Ja. Aber gut. So. Es ist ja jetzt nicht nur die Lackierung neu. Ne, das muss ich auch noch sagen. Es gibt noch was weiteres. Und zwar haben wir neue Zugzielanzeigen. Und zwar massenhaft viele ZZA-Anzeigen. Und wenn das Repainted irgendwann mal final sein wird, dann empfehle ich euch, einen Moment. Vorteil, wenn OBS jetzt eine Pausentaste hat, dann konnte man richtig schön husten, ohne dass man die Zeit verplempert. Sorry. Ja. Es ist jetzt nicht nur die Lackierung, die jetzt mit neu ist, ja. Und zwar gibt es jetzt auch massenhaft viele neue ZZA-Ziele. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieser Strecke unterwegs seid und ihr wollt unbedingt eine Linie fahren und ein bestimmtes Ziel auswählen, dann empfehle ich euch, öffnet die README. Dort habt ihr eine Auflistung, ne? Und da sucht ihr euch die Nummer halt raus und dann wird das Ganze geschildert. Wir können mal ein Beispiel machen. Ich muss nur weit runter scrollen, weil es sehr viel ist. Nehmen wir mal den Rhein-Ruhr-Express, das ist Ziel 235. Ja, gehen wir hier drauf, geben hier 2, 3, 5 ein. Rhein-Ruhr-Express. So. Und dann ist es auch da, ne? Das ist doch geil, oder? Ich finde allgemein diese Umsetzung mit der ZZA richtig geil. Und ja, wir können auch andere Ziele nehmen, wie zum Beispiel, guten Abend, wir haben ja gerade Abend hier im TS. Machen wir 230, ne? 2, 3, 0. So, guten Abend. Ja. Oder zum Beispiel Dennis Rail, das ist 225. So. Sehr schön. Ne? Also da könnt ihr euch richtig austoben und ihr könnt dann auf verschiedenen Strecken damit fahren. Ja, weil es ist ja jetzt nicht nur ZZA für diese Strecke dabei, es ist auch für die Strecke hier, na, sag schon, Nachteburg-Randstadt Ziele sind dabei, ja, Berlin-Leipzig, Inselbad Sassnitz, also Stralsund-Sassnitz, Freiberg-Sachs. Also ihr könnt euch richtig austoben hier, das ist der Wahnsinn, und da braucht ihr einfach nur die Nummer eingeben, die halt in der README steht, und dann habt ihr quasi das richtige Ziel, und das ist richtig Hammer, finde ich. Auch wenn die hier gerade nicht so begeistert gucken tut, ja, hat sie aber Pech gehabt, wobei die Texturen sehen aber auch richtig geil aus, ne? Hallihallo, ne? Naja, gut. Ja, Uhrzeit ist halt reale Uhrzeit hier, ne? Ich weiß nicht, ob man das hier umändern kann mit der ÖBB. Ich weiß nicht, ob da Danny schon so weit war. Weil, wie gesagt, das Ganze ist noch in Arbeit, ja. Und ja, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so tragisch. So, mal gucken, ob wir auch hier Dingens wechseln können. Nee. Na gut. Ich habe gedacht, man kommt in den Twindex-Wagen, aber das ist nicht so der Fall. Aber stört mich nicht. Weil ich sitze lieber hier. Ne? Aber wenn schon bei den Frauen und nicht bei den Kerlen. Guten Abend. Ne? Und ja. Dann würde ich sagen, Fahrtrichtung sondern nach vorne, Lautstärke im TS höher machen und ja, Gesundheit. Alle sind sie krank, ey. Ist ja kein Wunder, dass ich hier eine Erkältung kriege. Furchtbar. So, und dann würde ich sagen, fahren wir mal los.
So, Überwachung, 45 km/h, können wir uns befreien, weil wir es können, ne? Na. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ja, und da sind wir auch wieder. Gott sei Dank, dass OBS eine Pausenfunktion hat. Und ja, jetzt fahren wir aber wirklich los. Ja, ich hatte einen Temp Dump bekommen vom Train Simulator. Gut, was heißt der Temp Dump? Ja. Das will er irgendwie gerade nicht. Ja. Erklärung kommt gleich. Ja, und damit willkommen zurück. Ja, ich habe gerade pausiert. Ja, ich muss da anscheinend nochmal eine Steam-Überprüfung machen mit dem Train-Simulator, weil das irgendwas gewaltig schief gelaufen. Weil ich musste letztens schon eine Steam-Überprüfung machen, weil der TS-Bestand nicht eingefroren ist. Das ist übrigens das neue Temp-Dump, ne? Jetzt wird nicht mehr Temp-Dump angezeigt als Meldung, sondern du kriegst jetzt nur noch ein ein Bild, was eingefroren ist, ne? Und ja, da musste ich Steam-Überprüfung machen, weil das so auf den Sack ging, weil das ging gar nicht. Selbst 32-Bit lief besser. Ja, und seitdem die Steam-Überprüfung vorbei war, ne, jetzt wieder das. Also da muss ich echt mal nachprüfen, woran ich es hier legen tut, weil das ist echt nervig. Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall. Ach Mann, was ist denn das? Wirst du bekloppt? Ach Leute, heute echt nur noch eine Störung ohne Ende. Freunde, ich werde dieses Problem beheben. Für euch sind es nur 2 Sekunden, für mich sind es 10 Minuten. Also nochmal bis gleich. Ja, wie versprochen, nur 2-3 Sekunden. Ja, ich hoffe, ich habe diesmal das Problem lösen können. Ja, es sollte jetzt eigentlich laufen. Die Testfahrt vorhin lief super ohne Probleme, ja. Ja, also irgendwie ist der Train Simulator 2020 noch irgendwie verbuggt in der 64-Bit-Version. Ne, weil solche Probleme hatte ich bisher noch nie gehabt. Ich habe auch hier meinen alten HUD drin, weil ich ja, wie gesagt, Steam-Überprüfung machen musste. Ja, weil die ersten paar Male ständig sowas aufgetreten ist auf einmal, ja. Und kann doch nicht sein, dass es jetzt wieder auftreten tut. Ich meine, am Fahrzeug liegt es nicht. Das habe ich heute erst neu gekauft. Ja. Und jetzt läuft die Kiste auch. Ansonsten muss ich mal nachgucken, ob es wahrscheinlich an den RW-Enhancer liegt. Ja. An den Grafikmod, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Und es stürzt einfach schon wieder ab. Es kann nicht sein. Was ist denn da los mit dem Train Simulator? Ich verstehe es nicht. Ne? Also, da kriegst du die Krise. Da kriegst du einfach nur die Krise. Ne? Also, ja. Sorry, ich kann das so. Geht nicht. Ne? Wir werden jetzt einfach mal hier die Folge beenden. Ich meine. Es ging ja auch um hauptsächlich um diese Folge, um das Repaint, ne, was ihr ja gesehen habt, ne. Ja. Falls ihr irgendeine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall ratlos, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt noch mal Steam-Überprüfung machen, ne? Also irgendwas ist hier in den Train Simulator 2020 ordentlich schief gelaufen. Ja, weil es kann nicht sein, dass es hier einfrieren tut. Ja, es gibt nicht mal diesen klassischen Temp-Dump, dass es abschmiert, Bildschirm ist weg, also Bild ist weg und kommt eine Meldung. Jetzt gibt es nur noch ein Frierbild. Ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Die wird man meinen RW-Enhancer mal neu installieren. Wobei ich auch nicht daran glaube, dass es daran liegt. Ne? Weil ich habe ja auch eine E-Mail bekommen. Ja, das läuft alles super, ist kompatibel und hast nicht gesehen. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Und ja.
Das war heute wirklich eine, ja, beschissene Folge am Ende. Und es tut mir auch wirklich sehr leid. Und wie gesagt, ich kann hier wirklich nichts machen. Egal wie oft ich die Aufgabe starte, egal wie oft ich das umändere, ja, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Ja, immer wieder dieselbe Stelle. Ja, man fährt los, Bild friert ein, Ende im Gelände. Und das verstehe ich halt nicht. Falls ihr irgendwelche Lösungen habt oder dieses Problem kennt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich persönlich finde es einfach nur scheiße. Sagen wir es einfach so, ne? Aber naja. Ja, zum Repaint nochmal. Wirklich ein wirklich sehr geiles Repaint. Vielen Dank nochmal an Dennis Fahrzeughalle. Ja, wie gesagt, das Repaint ist noch VIP, also noch nicht verfügbar. Es ist noch in Arbeit und das, jetzt sage ich jetzt nochmal, das liegt jetzt nicht am Fahrzeug, das liegt auch nicht am Repaint, dass dir der Train-Simulator rumspinnt. Ja, das war schon vorher so und ja, ich hoffe wirklich, dass es beim 5000 Abonnenten-Stream läuft, ja. Ich werde jetzt nochmal hier Steam-Überprüfung machen und ja, ich schicke euch jetzt mal noch nicht los. Es kommt jetzt noch eine kleine Abschlussszene, ja. Und ansonsten kann ich nur sorry sagen und die nächste Train-Simulator-Folge werden wir fahren, versprochen. In diesem Sinne, tut's mir leid und ich sage ciao, auf Wiedersehen. Bye bye, euer Train Om CTV. Tschüss. Der Rhein-Ruhr-Express ist ein in der Umsetzung befindliches Programm, um den Regionalverkehr auf der Kernstrecke des Ruhrgebiets und des zentralen Rheinlandes von Dortmund über Essen, Duisburg und Düsseldorf nach Köln durch eine dichtere Taktfrequenzen und höhere Beförderungskapazitäten aufzuwerten. Der RRX soll die bisher vorhandenen Regionalexpresslinien in diesem Korridor ersetzen. Die Züge stellen dabei wie die bisherigen RE-Linien Verbindungen mit anderen Landesteilen von NRW und zu Nachbarbundesländern her. Teil des Milliardenprogramms sind neue Züge des Typs Siemens Desiro HC. Eine gesteigerte Infrastrukturleistungsfähigkeit und modernisierte Stationen. Schon die neuen Züge trügen nach Angaben der Betreiber allein durch ihre höhere Beschleunigung und größere Zahl an Sitzplätzen zu mehr Pünktlichkeit bei. Seit dem 9. Dezember 2018 fahren die ersten Züge zwischen Düsseldorf und Kassel und seit dem 6. Mai 2019 zwischen Wesel und Koblenz. Prognosen erwarten durch das Projekt eine Verlagerung zwischen 24.000 und 31.000 Pkw-Fahrten pro Tag auf die Schiene. Die endgültige Fertigstellung der RRX-Infrastruktur wird im Zeitraum 2030 bis 2035 angestrebt. Die Infrastrukturmaßnahmen für den RRX sind im Bundesverkehrswegeplan 2030 als vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung eingestuft.